Hallo und herzlich willkommen zurück beim achten Videolog sind wir jetzt. Ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin heute Morgen um 10 nach 9 jetzt, bin ich allein auf dem Server. Ja, Zombie. Ich muss mal, das ist ein bisschen zu laut. So. Ja, ich bin gerade allein auf dem Server. Am Montag, heute haben wir Freitag, und am Montag war diese Umfrage zu den Tunneldesigns fertig. Und jetzt wissen wir, also das Westtunneldesign, das stand ja schon fest. Das ist hier hinten das. Das zeige ich euch gerade nochmal. Das hat der Toby gemacht. Das ist mein Kompass, wenn ich ihn mal brauche. Das war ja das hier, das passt ja auch zur Abfahrt. So war das geplant. Da wurde das jetzt bis ganz hintergezogen, soweit ich weiß. Und hier dazwischen wird noch Wasser und... Nein, hier kommt noch Laub dazwischen und hier kommt noch Wasser rein. Aber da muss man hinter die Wand auch noch was machen, weil sonst sieht es hässlich aus, finde ich. Da hätte man auch... Na gut. Ja, das hier ist das Westgleis. Jetzt fliegen wir mal hier unten bei dieser Gleiszusammenkunft. Ja, schön heller Tunnel. Über das Ganze hier unten, die ganze Technik auch zum Bahnhof oder zum Lager, mache ich dann noch ein extra Video. Ja, hier das ist das Ostgleis. Und hier wird die Technik von... Ja, Basel, glaube ich, genommen. Ich blende die euch dann immer ein. Also hier wird die Technik von Basel genommen. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Und dann schauen wir mal noch an das Nord- und an Südgleis. Hier. Ich kenne mich hier unten gar nicht so. Wow, da war es schon. Gehen wir mal erst an den Süden. Hier ist das Südgleis. Hoppla. So, hier hat man auch schon angefangen. Hier wird die vom Leo, von, wie heißt der? Ich habe seinen Ingame-Namen vergessen, ich kenne ihn nur als Leo. Hier hat man auch schon angefangen, das mit Fichte und dem hellen Holz und hier auch das helle Holz. Und auch wieder Ranken. Und hier hoch zus, da wird man, ich schätze mal, das werde ich auch noch ändern, dass ich das hier auch aus Fichte mache, das Eichenholz. Und daraus dann auch das Birkenholz mache. Und die Blätter, die können eigentlich bleiben. Und die Redstone-Lampen. Weil das hier hängt ja mit nichts zusammen eigentlich. Hier oben wird ja dann auch wieder... Na eben, hier oben ist ja auch wieder das Fichtenholz. Oder ist das Schwarzeiche? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist Schwarzeiche. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wow, hier müssen wir auch mal noch fertig machen. Jedenfalls wird das hier dann auch zum unteren Design angepasst. Und dann gehen wir noch nach Norden. So. Rennen wir mal runter. Hier wird nämlich das Design von der Toby eingebaut werden. Nein, falsch. Beim Ostgleis, da wird der Toby eingebaut werden und hier wird, ja, hier wird das von Basel eingebaut. Soweit ich es jetzt, weil das hier ist ja weiße Wolle und bei Basel war das mit weißer Wolle, genau. Also ursprünglich Quarz, aber, oh, es ist sogar Quarz. Ja, es ist Quarz. Okay, in dem Fall wird hier Quarz eingebaut werden. Oder? Nein, das ist doch weiße Wolle. Moment, ich schau das jetzt nach. Oh, macht der alles kaputt? Das ist weiße Wolle, genau. Wir hatten uns da gesagt, das Gleisbett machen wir aus weißer Wolle. Und außenrum, die Wände, wo es hinkommt, wird Quarz gemacht werden, weil wenn jetzt da unterm Gleis weiße Wolle oder Quarz ist, das macht keinen großen Unterschied, wenn man jetzt, also in den meisten Texture Packs. Ja, und hier wird dann eben auch wieder die Abfahrt angepasst werden und ich blende euch das Design dann auch wieder ein. Da habe ich ja so ein paar im Forum habe ich ja einfach diese Designs da zusammengestellt mit und ohne Shader und das blende ich euch da einfach ein.
Ja, haben wir noch irgendwas gemacht hier am Bahnhof? Eigentlich nicht großartig. Doch, hinten die Bar, die hatte Fabi schon gebaut. Also dort in die Richtung ist ja die Kantine. Da jetzt oben links auf der Map. Und hinter mir unten rechts, ja, halt die Klappe. Hier soll jetzt eine Bar hinkommen. Ihr merkt schon, das ist im Prinzip genau gleich aufgebaut wie die Kantine, nur etwas kleiner. Und hier der Eingang ist auch ein bisschen anders. Und hier wird eben eine Bar reinkommen. Da werden dann wird man eine automatische Trankbrauerei bauen und die wird dann hier reinkommen. Ja, das war's soweit zu dem Videolog. Die Wege, die sollen hier so ungefähr lang kommen und das rendert gerade ewig nicht. Und was ist denn jetzt los? Warum ist jetzt auf einmal Nacht? Boah, ich weiß nicht. Ja, Wege werden hier noch hinkommen. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt habe. Das provisorische Lager hier kommt ja auch noch weg. Und es wird dann hier zusammengeführt werden. Und hier wird dann noch eine Brücke hinkommen. Und hier entsteht ja dann schon eine Einkaufsstraße. Ah, die zeige ich jetzt noch nicht. Ja. Das hier soll eine Karte sein. Also, Karte wird noch ersetzt, genau. Wir haben. Genau, von hier ist es. Also, der Weg hier ist im Prinzip der da. Und dann geht es da hinten rum. Also hier, so hinten rum. Und das ist die Bibliothek. Also das hier, wo ihr diese drei, vier Wolle Pfeiler seht. Ja, das war jetzt ein kleiner Abschweif. Wenn es euch gefallen hat, das Video, jetzt ist klar, jetzt diese Woche hat sich relativ wenig getan, weil ja, wir mussten ja bis Montag warten, bis diese Abstimmung fertig war. Und unter der Woche ist zeitlich immer gerade bei mir begrenzt, weil Schule und was weiß ich alles. Und krank bin ich jetzt heute auch noch. Deshalb nehme ich das jetzt hier gerade auf. Und ja, ihr schreibt trotzdem mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Da würde ich mich freuen. Und dann bis zur nächsten Folge vom Minecraft Videolog oder was anderes. Bis dann. Ciao, Leute.